Kapitel 1. Wie werde ich Schriftsteller? Ein Projekt von Cornelius Hartz. So, wir sitzen hier im Tafelspitz in Hamburg-Winterhude. Bei mir eine große Freude für mich, Frank Schulz, meines Erachtens ja der beste und wichtigste Hamburger Autor, oder sagen wir mal Autor aus dem Hamburger Großraum. Wir sind doch etliche Hamburger Autoren jetzt gerade hier. Ja, das stimmt. Wir sitzen hier beim Literaturquickie. Wer das noch nicht kennt, gerade für angehende Autoren, wunderbar. Hier lesen immer 5 teils aufstrebende, teils arrivierte Hamburger Autorinnen und Autoren jeden Monat in Winterhude. Ja, und heute ist Frank Schulz hier. Wunderbar. Natürlich gleich wieder die erste Frage. Wie bist du zum Schreiben gekommen? Das ging schon sehr früh los. Im Grunde genommen kann man sagen, in der Schule. Als ich eingeschult wurde, war ich sofort fasziniert von der Schreiberei und habe dann später so mit 10 oder 11 angefangen, Tagebuch zu schreiben. Und das ging nahtlos immer so weiter. Als nächstes kamen Plagiate von Krimis. Ich hatte dann Jugendkrimis viel gelesen von Annette Blyton und so weiter. Bin dann später zu Krimis von Agatha Christie übergegangen. Und dann mit 13, glaube ich, so habe ich dann angefangen mit einer Stoffsammlung, so wie wir es in der Schule gelernt haben. Wenn man einen Aufsatz schreiben will, macht man vorher eine Stoffsammlung, notiert sich dann die Reihenfolge und dann schreibt man daraus einen Krimi. Und so habe ich das dann gemacht, so mit 13, 14, 15 habe ich so Plagiate von Agatha Christie-Krimis geschrieben. Mit 16 ging es dann eher schon so in die Bukowski-Richtung. Hesse, Hermann Hesse war wie für viele Jugendliche meines Alters eine Einflussgröße und solche Sachen. So ging das dann immer weiter, bis ich dann mit Mitte 20 meinen ersten Anthologiebeitrag schreiben durfte. Und ja, ich würde mal sagen, das war der Startschuss für die publizistische Karriere, sagen wir mal. Und hat denn diese frühen Sachen, auch diese Annette Blyton-Geschichten etc. jemand zu lesen bekommen? Gab es da Feedback in irgendeiner Form? Ja, ich habe extra die Seiten mit der Auflösung weggelassen und die dann Freunden meiner Peer Group sozusagen zu lesen gegeben und die sollten dann raten, beziehungsweise anhand der Indizien sagen, wer der Mörder ist. Die haben es also gelesen. Ich kann mich zwar nicht mehr genau erinnern an die Zeit, aber eine großartige, fulminante Reaktion war da nicht zu erkennen. Später dann so mit 17, 18 die ersten Kurzgeschichten, die ich schrieb, fällt mir jetzt gerade wieder ein, hat insbesondere ein Freund von mir, der gute Andreas, regelmäßig gelesen. Und das waren immer sehr schöne Momente und Stunden, wenn wir ein paar Bierchen getrunken hatten und uns dann nachts nochmal hinsetzten und darüber debattierten, hat er mich dann immer sehr ermuntert. Jetzt sind ja auch die letzten Bände von dir, die Onno-Fietz-Bände, immer mehr ja keine Krimis in dem Sinne. Es sind ja so eine Art Krimis, sagen wir mal. Und der erste Onno-Fietz war auf der Longlist vom Deutschen Buchpreis. Die in letzter Zeit wieder aufflammende Diskussion U und E. Ist das was, wo du dir Gedanken drüber machst oder mit dem du, sagen wir mal, im Hinterkopf irgendwie arbeitest, wenn du ein Werk konzipierst? Also für die ersten 3 Romane galt das nicht. Also für die Romane. Die Hagener Trilogie. Genau, da galt das überhaupt nicht. Die Erzählungen, der Erzählband, das war dann so eine Übergangsphase gewissermaßen und auch so eine Art Findungsprozess, wie es eigentlich weitergehen soll. Und bei dem ersten Onno-Fietz habe ich dann gedacht, so, ich bin jetzt, kann sozusagen unbelastet von meinem Lebenswerk, was praktisch schon erledigt ist, mal gucken, was da sonst noch so zu machen wäre. Und hatte dann durchaus die Idee, zum einen mich als Krimi-Autor quasi zu rehabilitieren, eben im Vergleich zu den Jugendjahren. Und zum anderen habe ich auch ganz pragmatisch gedacht, okay, es gibt jede Menge Krimi-Leser und wenn Krimi draufsteht, verkauft man vielleicht 2000 Euro Stück mehr. Und es war allerdings auch so eine Grundidee eben eines Hartz-IV-Detektivs. Ja, und sollte auch eine Art Detektivroman, Parodie sein oder Persiflage oder wie auch immer. Ja, also beim zweiten Onno-Fietz-Roman ist das ja, trägt ja dieses Konzept eigentlich gar nicht mehr oder kaum noch. Und insofern habe ich dann einfach meinem Impuls nachgegeben, die Figur weiterzuentwickeln und nicht mehr so sehr auf Genre zu schauen.
Im Grunde genommen war es für diese beiden Romane eine Art Spiel mit dem Genre, mehr aber auch nicht. Wie ist das vom sprachlichen Ansatz her? Also mir fiel das jetzt gerade in dem Neuen auf, da sind ja nun ganz wunderbare Beschreibungen, so wie die am Buffet auf diesem Kreuzfahrtschiff, auf dem das Ganze spielt, die saufidelen Gutturalschwätzer oder wie auch immer. Ist das was, was bei dir ganz spontan in den Prozess reinfließt oder machst du dir da vorher auch in irgendeiner Form ein Konzept? Teils. Also ich habe verschiedene Notizenlisten sozusagen, also kategorisiert nach Gedanken, Einfällen, Beobachtungen einerseits, oder auch Dialoge, Beschreibungen, Wendungen, solche Sachen oder eben auch tatsächlich Vokabellisten. Also wenn mir schöne Wörter auffallen oder mir irgendwelche Neologismen zufliegen oder so, dann notiere ich die und wenn ich schreibe, habe ich halt diese Listen immer dabei liegen. Wenn mir ein Wort während des Schreibprozesses einfällt, dann schreibe ich es natürlich sofort hin. Wenn mir eines fehlt, schaue ich nach, ob ich eins in der Liste finde dafür. Manchmal läuft auch umgekehrt, dann blätter ich einfach mal spaßeshalber durch die Listen und denke, ach, dieses Wort könnte an der Stelle ganz gut passen. Mhm. Und so. Vielleicht als Letztes noch zur Recherche. Das spielt ja jetzt alles auf dem Kreuzfahrtschiff. Hast du das denn auf dich genommen, auch mal so ein Schiff, sagen wir mal, länger zu betreten, um diese Dynamiken da zu studieren? Ja, also ich habe im Prinzip genau die gleiche Reise gemacht wie Vetter Donald und Onno Fietz. Und mit einem Freund zusammen, seines Zeichens Reisejournalist, wir haben uns das sogar sponsern lassen. Also ein großes Kreuzfahrtunternehmen hat uns das freundlicherweise gesponsert. Und obwohl ich habe von vornherein mit offenen Karten gespielt, habe also gesagt, eine Figur wird es mögen, die andere wird es hassen. Erst haben die dann abgesagt und dann zu meinem Erstaunen dann doch zugesagt. Ja, und dann sind wir da rumgeschippert und haben uns das alles mal angeschaut. Und ich habe versucht, so ein bisschen die Perspektive von Onno Fietz einzunehmen. Und mein Freund hat ganz wunderbar die Vetter Donald-Perspektive eingenommen und von A bis Z die ganze Zeit geschimpft. Ja, also Onno Fietz ist ja so ein bisschen wieder erwarten. Man erwartet das als Leser eigentlich nicht, auch wenn man ihn als Figur schon aus dem ersten Roman kennt, dass ihm das ja alles sehr, sehr gut gefällt auf diesem Kreuzfahrtschiff. Ist dir das denn gelungen, dich so auch reinzufinden in die Rolle dann dessen, der dem gute Seiten abgewinnt? Da muss man schon ein bisschen Onno-esk drauf sein, in der Tat. Aber das war ja nur meine Aufgabe. Also ich musste halt auch die guten Seiten erfinden. Aber Onno Fietz ist ja kein alter Ego von dir. Nein, nee, eben. Also ich persönlich, für mich wäre das nichts. Nee, definitiv. Also okay. Das war das erste und letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Jedenfalls in dieser Form. Hallo! Ja, jetzt kommen wieder die Besucher rein. Also wir machen mal Schluss an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Frank Schulz. Das neue Buch Onno Fietz und das Schiff der baumelnden Seelen. Ja, danke sehr. Vielen Dank. Gerne. Kapitel 1. Wie werde ich Schriftsteller?